Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Der Brief für den König. Ich war heute beim Friseur. Deswegen fühlen sich meine Kopfhörer auf dem Ohr wirklich abartig ungewohnt an. Aber das soll den Spielfluss nicht trüben. Nee. Tatsächlich, was haben wir heute vor? Mit Ristritten sprechen wir gleich. Und, das Gasthaus noch näher anschauen. Mehr über die Seuche, nicht über die Seuche, über die Sekte rausfinden. Und dann würde ich mir den Rest vom Festland noch anschauen. Mal schauen, wie weit wir da heute kommen. Fangen wir mal mit Ristritten an. Beziehungsweise dem Gasthaus. Servus! Hallo, Wirtin. Uns wurde gesagt, dass hier jemand auf uns wartet. Oh, ihr seid das. Ja, natürlich. Ein Ritter hat sich einquartiert, hat das beste Zimmer genommen. Er muss ein echter Edelmann sein. Geht einfach durch die Tür zu den Hinterzimmern. Erste Tür rechts. Herzlichen Dank. Moment. So. Na aber hallo, Fremde. Wie kann Johann Undertaker euch Dienst... euch? Zu Diensten sein, wenn dann schon. Wissen wir noch nicht so genau. Merkwürdigen Nachnamen habt ihr da. Ich hänge an der Theke, also bin ich der Undertaker. Ist natürlich nicht mein richtiger Nachname, aber heutzutage lebt man eben gefährlich. Ist nicht leicht, der Oberflächlichkeit der Masse zu entgehen und nicht klug, der Welt das eigene Herz zu zeigen. Also habe ich mich entschlossen, eine Rolle zu spielen. Meine Rolle. Und damit fahre ich erstaunlich gut. Den Leuten erscheine ich nur wie ein Trunkenbold am Tresen. Und so wie Arroganz die Verkleidung der reichen Leute ist und Verzweiflung und Jammer die der Armen, so ist das halbvolle Bierglas und der lässig abgeschützte Arm die meinige. Das ist zuweilen anstrengend, ja, aber es lohnt sich auch. Ich begegne der Oberflächlichkeit der Welt mit Oberflächlichkeit. Was ihr seht, ist lediglich eine Maske. Und in solch einem geschmacklosen Zeitalter wie dem unseren brauchen wir doch alle Masken, nicht wahr? Er hat nicht unrecht. Natürlich ist es das. Ich wusste, dass ihr mich verstehen würdet. Es ist schön zu sehen, dass man in dieser Welt noch auf Gleichgesinnte trifft. Wartet nur ab, das wird sich für euch noch lohnen. Geduld ist die Verkleidung der klugen Leute. Zeigt ein wenig Geduld. Wenn die Zeit reif ist, werdet ihr sehen, wovon ich spreche. Aber lasst uns doch das Thema wechseln. Ich kenne mich aus in der Gegend. Komm herum, könnte man sagen. Man hört dies und das in Dangria dieser Tage. Man muss nicht mal aus dem Trockenen heraus. Einstweilen kann ich euch ein paar Sachen verraten, von denen ihr sonst vielleicht nie erfahren würdet. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Und natürlich nur, wenn ihr zahlen könnt. Ja, dann erzähl mir mal was. Ich glaube, mit euch kann ich was anfangen, daher gebe ich euch den ersten Tipp umsonst. Diese Stadt ist ein Drecksloch. Und in einem Dreckloch laden die Leute an jeder Stelle ihren Dreck ab, wie es nun mal die Art der Dummen ist. Je weiter abseits der Straße, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich irgendwer drum schert. Neulich hat jemand genau das getan. Hat sein Zeug an einer ruhigen Stelle abgelegt, wo Wasser schwappt und wo es keinen kümmert. Aber er hat es vorher nicht gründlich genug durchsucht, glaube ich. Es könnte sein, dass sich da noch was finden lässt. Okay, hast du noch was? Der alte Bettler Josh sitzt immer so arglos am Stadttor herum. Kein Geld in der Schale, ein Bild des Jammers. Ich habe mir aber sagen lassen, dass er über gute Kontakte zur Unterwelt verfügt. Und zwar wortwörtlich. Was ihr daraus macht, ist allein eure Entscheidung. Nimm mein Geld! Die Villa der Gutzups ist, wie man so hört, einigermaßen unbetretbar. Deren Butler trägt Sorge, dass keiner reinkommt, der es nicht soll. Ich liebte mal ein Hausmädchen, das bei denen gefeuert wurde. Sie sagte mir was von einem Geheimraum, kurz bevor sie die Stadt verließ. Andererseits könnte das natürlich auch glatt gelogen sein. Okay, wir kommen zurecht. Immer schön geduldig bleiben. Ich will mal kurz was gucken. Wo das Wasser schwappt. Da könnte noch was zu holen sein. Braucht eine Sprintenfunktion. Und du? Kontakte zur Unterwelt? Oh, ich laufe wieder über alles drüber. Warum laufe ich wieder über alles drüber? Moment. Ja. Jetzt ist wieder Hindernis da. Okay, jetzt geht's wieder. Meine Fresse. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Gäbe es doch nur mehr Menschen wie euresgleichen. Haben sie euch bereits ausfindig gemacht? Wartet nur, eine gute Tat wie diese soll nicht ohne gerechte Belohnung bleiben. Hey.
Ah, wenn das nicht mal der Plunder da hinten hinter dem Haus ist. Hier hat jemand jede Menge Krempel und altes Zeug abgelagert. Ein Fass, Kisten und Flaschen ohne Inhalt. Aber da liegt noch etwas Nützliches. Sehen meine geübten Schatzsucheraugen doch gleich. Ein Nebeltrank. Nur noch Krempel und Müll hier. Ein Nebeltrank. Wo ist er denn? Schimmerndes Gebräu heilt 300 LP jedes Kämpfers. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Und es soll einen alten Geheimgang zur Villa Gutzop geben. Ein kleines Äckerchen. Jemand versucht hier mitten in der Stadt Tomaten anzubauen. Ein trauriges Stämmchen, was sich dort vorne in die feuchte Erde krallt. Das Elend ist hier fast greifbar. Das ist wahr. Okay, zurück ins Gasthaus und mal noch mit den anderen Leuten quatschen. Mal sehen, was die uns noch Nützliches erzählen können. Habe ich wieder normale Hindernisse? Ja, gut. Was ist? Lenkt mich nicht ab, ich sitze nicht umsonst an diesem Tisch. Nur von hier habe ich einen guten Ausblick auf Shalani. Ah, seht euch nur diese nussbraune Haut an. Die makellosen Lippen, aber die straffen Rundungen. Welcher weitgereiste Weltumsegler würde nicht gerne wohlig zwischen diese Brüste sinken wollen? Ich sage euch, wenn ich könnte, wie ich wollte. Oh, wie ich dann würde. Zum Glück sind nicht alle Kerle so instinktgetrieben wie du. Nicht wahr, Tui? Tui? Sie hat wirklich eine schöne Haut. Ich glaub's ja nicht. Piak, sag was. Eine tolle Figur. Makellos. Um nicht zu sagen perfekt. Die Ausnahme bestätigt wohl die Regel, was? Die Runde läuft schon. Ihr könnt in der nächsten gern mitmachen, wenn ihr wollt. Kann aber noch dauern. Der da ist eher von der langsamen Sorte. Ach, die zocken Karten. Lasst uns in Ruhe reden. Hey, nie bleibt man ungestört. Immer mit der Ruhe? Lasst mich. Völlig betrunken. Nicht ansprechbar. Das ist unser Höhlenofen. Darin bereiten wir unser berühmtes und bekanntes gezogenes Schwein zu. Shalani tut sich damit ein bisschen schwer. Da, wo sie herkommt, haben sie es nicht so mit Schweinefleisch. Aber dass sie es verkauft, heißt ja nicht, dass sie es selber mögen muss. Gezogenes Schwein? Was meint ihr damit? Ist das ein besonderes Gericht? Jo, wir nehmen ein ganzes Schwein und packen es da oben auf den Spieß. Dadurch wird das Fleisch vom Feuer nur ganz langsam durchgegart. Bis das ganze Schwein durch ist, dauert es einen halben Tag. Aber dafür wird das Fleisch weich wie Butter und behält seinen ganzen würzigen Geschmack und Saft. Dann schneiden wir das Fleisch in Stücke und diese ziehen wir dann nochmal in dünne Fäden. Gezogenes Schwein eben. Das wird dann mit Tüften serviert oder mit Brot. Dazu unsere hausgemachte Soße. Gibt eine ziemlich fasserige Sauerei bei der Zubereitung, aber die Leute lieben es. Ihr solltet es auch mal bei Gelegenheit kosten. Sauerei. Witzig. Alter. Hier ausgestellt ist die einzig wahre wilde Sau, die Dangria im Sommer des Jahres 1263 mehrere Male heimsuchte. Zur damaligen Zeit war Dangria noch ein Dorf ohne feste Mauern. Das machte es der toll gewordenen Sau leicht, die Leute zu terrorisieren. Niemand weiß, warum dieses weit bekannte und ungewöhnlich große Tier den Dorfbewohnern gegenüber so aggressiv auftrat. Fest steht nur, dass die Sau das Dorf fünfmal verwüstete, bevor die Leute ihr mit einer List auflauern und ihr den Garaus machen konnten. 10 starke Männer waren nötig, um das Fischernetz, in dem man die Sau gefangen hatte, am Boden zu halten. Und nochmal 10, um sie zu töten. Man beschloss, das Tier auszustopfen und als Denkmal seiner selbst im Gasthof auszustellen. Denn an genau dieser Stelle fand die Sau ihr Ende. Seit diesem Tage ist die Taverne zur wilden Sau Land auf Land ab für seine beeindruckende Attraktion bekannt. Nette Geschichte. Da steht noch was. Probieren auch sie unsere Schweineplatte. Wohl nur für den Fall, dass jemand vergisst, warum er wirklich hier ist. Jo. Willkommen in der wilden Sau. Mein Name ist Shalani. Was möchtet ihr? Unterhalten wir uns. Ach, worüber sollen wir denn reden? Jeder weiß, dass dies harte Zeiten für Dangria sind. Früher sind die Leute oft bei mir eingekehrt. Das wäre heute auch noch so, wenn sie denn Geld hätten. Doch der Bürgermeister schröpft uns alle.
Nun besteht mein Klientel meistens überwiegend aus Matrosen, die in der Stadt Halt machen und aus meinen ältesten Stammgästen. Mal sehen, ob sich die Lage bessert, wenn der Bürgermeister den Hafen wieder für alle öffnet. Versprochen hatte er es ja. Vor einer Weile. Okay, und wer sind die Leute hier? Die meisten Gäste sind Matrosen, die sich hier ihre Zeit vertreiben, solange der Hafen geschlossen ist. Sie wissen auch nicht, was dort passiert. Der junge Mann mit Hut am Ofen ist mein Lehrling Stierbern. Er kümmert sich um unsere Gerichte. Meistens. Er hat ein Talent fürs Kochen. Der Senior am hintersten Tisch ist der alte Seebär. So haben wir ihn schon immer genannt. Er ist harmlos, aber ich glaube, er versucht, über irgendetwas hinwegzukommen. Deswegen auch der ganze Alkohol. Na, solange er zahlt. Der junge Kerl mit Flittchen im Arm ist Philius, der Bruder von Beth, der Gemischtwarenhändlerin. Ein Frauenheld sondergleichen. Ich werde ihn nicht verurteilen, denn er gibt regelmäßig Unsummen aus, um die Mädchen, die er sich anlacht, zu beeindrucken. Aber trotzdem, da wo ich herkomme, würde man dafür sorgen, dass er seine Finger bei sich behält. Oder sie ihm abhacken. Und woher kommst du? Deine Haut ist ungewöhnlich braun. Ich komme aus Naraman, einem Land weit, weit im Süden. Noch hinter den Gebirgsinseln der Zwerge. Bei uns haben alle so dunkle Haut. Das liegt am Wetter. Naraman ist äußerst heiß. Ein Wüstenreich. Doch es gibt auch üppige Dschungel und herrliche bunte Oasen dort. Ah, die Geschichten, die ich euch über meine Heimat erzählen könnte. Doch ihr werdet die glühenden Dünen des Südens ohnehin niemals mit euren eigenen Augen sehen. Daher ist es müßig, sie euch zu beschreiben. Ha! Wer weiß, wenn das Spiel mal fertig ist, wo es uns hinleitet. Io, läuft die Entwicklung eigentlich noch? Ich weiß, ich hab's jetzt ein paar Mal gefragt, aber bitte! So, gleich hier rechts, ne? Ah, da ist er ja. Ah, ihr seid es. Die jungen Recken. Und wie ich sehe, ist die Rote bei euch. Muss ich annehmen, dass ihr einen wie auch immer gearteten Pakt geschlossen habt? Woher wisst ihr das? Meine Teuerste, das ist nicht schwer zu erkennen, nach dem, was gestern Nacht in den Strandwäldern passiert ist. Ihr habt offenkundig Hochverrat an eurem Land begangen. Mir soll das nur recht und billig sein, denn so habe ich zumindest eine Sorge weniger. Eine rote Reiterin, welche die Seiten wechselt, ist so gut wie ein ganzes feindliches Regiment, das sich ergibt. Ihr habt diesen drei jungen Menschen das Leben gerettet. Etwas, das ich persönlich nie von einer Evelianerin erwartet hätte. Ich nehme mir daher also an, dass ihr euch zusammengetan habt? Ja. Als Anführer der Gruppe glaube ich, dass Yara unserer Sache von sehr großem Nutzen sein wird. Nicht jeder von uns teilt diesen Enthusiasmus. Ihr sprecht vernünftig, Fräulein, aber das heißt nicht, dass der Rest von euch unvernünftig wäre. Doch es ist und bleibt äußerst ungewöhnlich. Nicht jeder in Evelyn ist durch und durch böse, wisst ihr? Und doch bildet eure Heimat seit nun fast 50 Jahren einen Anziehungspunkt für Schurken, Halunken und Mordbuben jeder möglichen Art. Aus eben jenen Missetätern rekrutiert euer Herr seine Heerscharen, mit denen er uns einst bedrohte. Und nun, nach langer Untätigkeit, kehrt er zurück. Sein Ruf eilt Lord Viridian voraus, will ich meinen. Er ist nicht länger mein Herr. Wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich nicht, ob er es je war. Ich kenne ihn kaum. Nur Slooper und Viridians Buhle Adana dürfen sich in seiner Nähe aufhalten. Ich weiß nicht einmal wieso. Doch Slooper hat immer dafür gesorgt, dass jeder, der sich Viridian unerlaubt nähert, es bereut. Ich bin sicher, es wird nicht lange dauern, bis sich Viridian uns in der Öffentlichkeit zeigt. Er ist bald bereit und wir müssen das auch sein. Doch sprechen wir über andere Dinge. Es mag eine interessante Fügung sein, dass wir eine hochrangige Rote nun zu den unseren zählen dürfen. Aber ich habe viel mit euch Vieren zu besprechen, weswegen ich diesen Umstand hiermit als gegeben hinnehmen werde. Ich habe mich mit dem Unauvischen Rat in der Hauptstadt getroffen und seiner Runde berichtet, was passiert ist. Davon, wer tatsächlich für den Tod an Edwinem verantwortlich ist. Und dass sich drei, nunmehr vier, junge Leute auf den Weg befinden, um den Rat etwas Wichtiges auszuhändigen. Ein Brief, richtig? Das ist zumindest, was ihr, Theory, mir auf der Lichtung sagtet. Was hat es damit auf sich? Wie ich schon sagte, wissen wir nicht, was in dem Brief steht. Der Inhalt ist für den Rat eures Landes bestimmt. Nun, eigentlich für den König. Doch da dieser erst noch gewählt werden muss, soll also der Rat den Brief erhalten, wenn es bis zu eurer Ankunft keinen König gibt. Das war, was man mir damals sagte, ja. Zum Rat oder König muss ich. Verstehe. Nun, es wird ganz ohne Zweifel noch keinen neuen König geben, bevor ihr in der Hauptstadt eintrefft. Nicht? Nein, denn ich habe bereits für den morgigen Tag eine Audienz beim Rat für euch ausgehandelt. Ihr werdet mit mir gemeinsam vorgelassen werden. Großartig. Doch die Sache hat einen Haken. War ja klar. Der Rat ist sich unsicher, ob man euch trauen kann. Die Paranoia in der Hauptstadt hat dieser Tage groteske Züge angenommen.
Ich habe den Mitgliedern versichert, dass ich nicht glaube, dass ihr eine Gruppe evelianischer Spione seid. Doch das reicht dem Rat nicht. Die Audienz wird also nur erfolgen, wenn ihr vorher eure Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt habt. Oje, wird diese Reise jemals enden? Vielleicht schon bald, wenn ihr euch Mühe gebt. Es gibt da den Bürgermeister dieser heruntergekommenen Stadt. Vielleicht ist er euch bereits begegnet. Sein Name lautet Tibor. Tibor van Elster. Kennt ihr ihn? Flüchtig. Was ist mit ihm? Nun, es ist Land auf Land ab bekannt, dass der Mann ein egozentrisches, aufgedunsenes Stück Dreck ist. Er ist dem Rat schon lange ein Dorn im Auge. Ihr habt gesehen, wie diese Stadt aussieht. Verkommen, dreckig, ohne Idyll. Das liegt daran, dass Van Elster all die Steuern hortet. Sicher, er zahlt brav seinen Zehnt an den Rat, aber statt den Rest für die Restaurierung der Stadt zu benutzen, feiert er damit lieber regelmäßig rauschende Feste. Eine Schande. Klingt genau wie die Art Mensch, die mir auf die Nerven geht. Nun, ihr seid nicht der Einzige. Der Rat hat beschlossen, etwas gegen Van Elster zu unternehmen. Dennoch etwas wäre da zu bemerken. In letzter Zeit hat der Bürgermeister Steuerbelege mit lachhaften Zahlen in der Hauptstadt eingereicht. Wir glauben, dass sie gefälscht sind. Solche Summen würde eine Stadt wie Dangria niemals abwerfen, selbst wenn man sie völlig ausbringen würde. Aber woher stammt dann all das Geld? Das ist die Frage. Und genau diese sollt ihr nun für uns untersuchen. Heute Abend veranstaltet der Bürgermeister wieder eines seiner Feste. Es ist ein Maskenball. Viel Hochadel aus fremden Ländern wird dort sein. Nun, der Bürgermeister mag zwar ein Unsympath sein, doch das heißt nicht, dass er dumm ist. Wir können also niemanden aus der Hauptstadt senden. Deswegen sollt ihr euch Zugang zu seiner Villa verschaffen und dann versuchen, etwas über ihn herauszufinden. Mit wem verkehrt er geschäftlich? Woher kommt all das Geld? Und wofür wendet er es noch auf, außer den Festen? Wenn ihr Antworten auf diese Fragen findet, wird der Rat gewillt sein, euch anzuhören. Aber wieso ist der Rat so borniert? Was immer in dem Brief steht, die Information stammt direkt aus Evelyn. Sollte es dem Rat nicht ein Anliegen sein, so viel wie möglich zu erfahren? Und so schnell wie möglich? Ihr habt völlig recht, Meister Theory. Doch ich habe diese Regel nicht gemacht. Es kann durchaus sein, dass sich der Rat mit dem Misstrauen gegenüber euch und euren Freunden selbst ein Bein stellt, während Evelyn erstarkt. Alles, was wir tun können, ist hoffen, dass uns dann genügend Zeit bleibt, um uns auf das vorzubereiten, was Lord Viridian plant. Der Rat ist ein Relikt aus vergangenen Jahrzehnten. Sein Handeln ergibt nicht immer einen Sinn. Aber so ist das nun mal. Wenn ihr eure Queste also vollenden wollt, dann müsst ihr tun, was der Rat von euch verlangt. Wenn das wirklich unsere einzige Chance ist, müssen wir sie ergreifen. Nun gut, dann soll es so sein. Doch wie kommen wir auf den Ball? Nun, das wird der schwierige Teil. Ihr werdet eine offizielle Einladung zur Feierlichkeit brauchen. Ohne die werdet ihr keinen Zutritt erhalten. Es gibt ein paar wenige wohlhabende Einwohner in dieser Stadt, die sicher am Ball teilnehmen wollen werden. Da werdet ihr bestimmt fündig. Außerdem benötigt jeder von euch eine Maske, um sich das Gesicht zu bedecken. Ohne diese werdet ihr auf dem Fest nur unnötig auffallen. Dangria war früher bekannt für seine öffentlichen Umzüge. Ich nehme also an, dass ihr auch solche Masken noch irgendwo finden werdet. Allerdings würde ich nicht darauf wetten, dass ihr ausschließlich in Dangria fündig werdet. Wenn ihr beides zusammengetragen habt, Einladung und die Masken, dann kommt wieder hierher zu mir zur letzten Besprechung. Einladung und Masken für 4. In Ordnung, das ist machbar. Gut, viel Glück und bis später. Ich bin fürs Erste genug gewandert. Wenn ihr es gestattet, Herr Ritter, so würde ich gerne hier bei euch bleiben und mich ein wenig unterhalten. Es ist eine sehr lange Zeit her, seit ich in Unauwen gewesen bin, und es gibt vieles, das zu erfahren, ich äußerst neugierig bin. Natürlich gerne. Leistet mir ruhig ein wenig Gesellschaft. Das ist gut. Kein Klotz mehr am Bein. Alles klar. Was gibt's denn hier hinten eigentlich noch? Ja, okay. Da wären die Zimmer. Dann, oh. Was ist da los? Aua. Ha! Ich bin und bleibe eben doch der Beste. So, Lars. Jetzt weißt du, was denen blüht, die sich mit uns anlegen. Ein fettes Pfeilchen, und zwar mitten in der Fresse. Das blüht dir. Komm wieder, wenn du gelernt hast, wie man richtig kämpft, Lars. Ha! Bonnie, Doodle, kommt. Wir sind hier fertig. Hallo? Guten Tag. Wer ihr auch seid, bitte lasst mich in Frieden. Ich habe bereits mehr als genug damit zu tun, meine Wunden zu lecken. Da kann ich noch mehr Spott wirklich nicht gebrauchen. Euer Name ist Lars, richtig? Korrekt, ich heiße Lars.
Lars von Gutsub, um genau zu sein. Bin Mitglied der stolzen Gutsub-Sippe, die hier in Dangria ansässig ist. Wir haben das Haus eurer Familie bereits von innen gesehen, aber nur kurz, der Diener hat uns wieder vor die Tür gesetzt. Der Baptist ist da echt streng, aber er tut ja nur, was meine Frau Mutter ihm aufträgt. Sie mag es eben nicht, wenn unsere Villa von Wildfremden durchwandert wird. Befürchtet wohl, dass die Teppiche schmutzig werden könnten. Zäh. Ja, ja, die stolze Gutsub-Sippe. Kein Deutsch scheint sie wert, wenn man sich mich so ansieht. Kein Glück im Kampf gehabt? Nein, Glück hatte ich wirklich nicht. Ich war zuversichtlich, gewinnen zu können. Aber ich habe mich getäuscht. Gegen Boakrios hat man keine Chance. Der Mann ist ein Tier. Erzähl doch mal, was passiert ist. Wir haben leider nur das Ende des Kampfes mitbekommen. Naja, was gibt es da zu berichten? Boakrios Klotz. Ein lokaler Schläger in der Stadt. Hat mich als Wischmob benutzt. Wieder mal. Seit Monaten versuche ich schon, ihn zu besiegen. Ich möchte mir das selbst beweisen. Aber warum denn? Nun ja, unsere Familie hat keinen besonders guten Ruf in der Stadt. Die Leute tuscheln wegen unseres Geldes. Meinen Eltern ist das egal, aber mir... Sagen wir mal so, es geht mir recht stark ans Ego. Es ist nicht leicht als Sohn reicher Eltern in einer Stadt voller armer Leute. Ich habe mir das Ziel gesetzt, diesen tumpen Affen und seine Jungs in ihre Schranken zu weisen. Mir einen Namen zu machen, um es den Leuten zu zeigen, dass ich mehr kann, als nur das Geld meiner Eltern auszugeben. Aber da ist irgendetwas an diesem Monster von einem Kerl, das es mir unmöglich macht, ihn zu schlagen. Sehr zu seinem Amüsement. Dabei habe ich lange und sorgfältig trainiert. Ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist, aber gegen ihn hat man keine Chance. Niemand hier. Und das Schlimmste ist, der letzte Kampf war ein doppeltes Desaster. Warum? Weil ich etwas auf den Sieg gesetzt habe, was ich nie hätte setzen dürfen. Meine Familienurkunde. Die belegt, dass ich Mitglied der Gutsub-Familie bin. Etwas, auf das meine Sippe außerordentlich stolz ist. Heißt das, dieser Klotz ist jetzt ein Teil eures Stammbaums? Natürlich nicht. Boakrios wird niemals ein Mitglied unserer Familie sein. Dennoch ist mir die Urkunde wichtig. Aus verständlichen Gründen. Sie beweist, dass man der Linie derer von Gutsub entstammt. Boakrios käme damit nie durch. Er ist viel zu grobschlächtig, das passt gar nicht. Doch nun ist die Urkunde weg. Und ich bekomme sie nur, wenn ich den Klotz endlich besiege. Und wann das passiert, steht in den Sternen. Wir holen euch die Urkunde. Leute wie dieser Boakrios sind es, gegen die wir kämpfen. Tyrann, Unterdrücker, der braucht deine Abreibung, ganz klar. Wir holen dir die Urkunde zurück. Wo finden wir ihn? Seid ihr noch zu retten? Lasst das mal schön bleiben. Diese Sache geht nur mich und Boakrios was an. Ich hatte lange und sorgfältig trainiert und bin ihm dennoch nicht gewachsen. Wie wollt ihr ihn da besiegen? Da müsste schon ein kleines Wunder geschehen, dass ihr Boakrios auf die Bretter schickt. Und seine Handlanger sind ja auch noch da. Und überhaupt, wieso wollt ihr mir helfen? Eure Familie ist reich an Geld und Einfluss. Ihr seid doch sicherlich auf dem kommenden Ball des Meisters eingeladen, oder? Nun, ja, wieso? Ich glaube, ich weiß, worauf Tui hinaus will. Wir müssen auch auf den Ball, musst du wissen, aber wir haben keine Einladung. Ah, und nun wollt ihr euch im Haus meiner Familie umsehen und eine der Einladungen mitgehen lassen, wie? Unter anderen Umständen würde mich das wohl verärgern. Aber wenn ihr Boakrios tatsächlich zu besiegen vermögt, ich meine, zuversichtlich seht ihr ja aus. Wenn ihr unbedingt auf die Nase wollt, kann ich euch nicht abhalten. Wenn ihr mir also die Urkunde zurückbeschafft, dann könnte ich sie euch wohl überlassen, meine Einladung. Ein fairer Tausch, finde ich. Ich bin ohnehin nicht erpicht, auf den Maskenball zu gehen. Zu viel Eitelkeit für meinen Geschmack. Soll meine Mutter nur intrigieren, ohne mich. Also ist es abgemacht? Es wird nicht leicht für euch, das kann ich versprechen. Aber gut. Beschafft mir meine Urkunde und ich gebe euch meine Einladung zum Ball. Sehr fein. Dann mal losgedroschen, würde ich sagen. Wo finden wir Boakrios? Er und seine Jungs hausen in der Scheune drüben im Armenviertel. Normalerweise passt einer der Typen am Tor auf wie ein Luchs. Versucht erstmal herauszufinden, wie er es schafft, so stark zu sein. Irgendein Geheimnis muss er ja haben. Ich wüsste, wen ich dafür fragen könnte. Aber diese Story-Quest werde ich erstmal nicht weiter fortsetzen. Einfach aus dem Grund, weil es die letzte ist, bevor die Demo endet. Und wir haben noch sehr viel anzuschauen. Ich muss immer noch rausfinden, was mit der Sekte ist. Waren wir hier schon mal drin? Nee. Ausgezeichnet. Endlich ist die Sache unter Dach und Fach. Hat ohnehin schon viel zu lange gedauert, die nötigen Papiere zu bekommen.
Himmel, habt ihr mich erschreckt! Ihr dürft hier doch gar nicht rein! Los, verschwindet! Was ist denn hier los? Dieses Haus untersteht seit dem heutigen Tage meiner Jurisdiktion. Heißt, ich bestimme, wer hier seinen Fuß hineinsetzt. Ich hatte nicht erwartet, dass die Leute so schnell auftauchen würden. Vielleicht ein Zeichen. Könntet ihr euch bitte etwas genauer ausdrücken? Was tut ihr hier? Ach so ist das. Ihr seid keine Kunden. Na, dann muss ich mich wohl erst einmal vorstellen. Mein Name ist Louis. Louis Gratif. Freunde und langjährige Kunden nennen mich Lou. Ich bin Auktionator, respektive auch Insolvenzverwalter. Ich habe mich auf Immobilien spezialisiert. Dieses Haus hier verfügt über 3 Wohneinheiten von guter Qualität. Leider konnte keiner der ehemaligen Bewohner noch die Miete zahlen. Jetzt werden die Wohnungen also zwangsversteigert. Von mir. Der Termin war eigentlich erst in einigen Wochen angesetzt. Aber jetzt stolpert ihr hier herein und wollt eine Wohnung kaufen. Tja, wie das Glück so spielt. Wir haben keinerlei Interesse daran, in dieser Stadt dauerhaft zu bleiben. Eure Wohnung kümmern uns also nicht. Ist das so? Ein Jammer. Aber da kann man wohl nichts machen. Doch sagt mir, hättet ihr zufällig Interesse an einer Aushilfsarbeit? Kommt drauf an. Worum geht's? Wie gesagt, der Termin der Auktion ist eigentlich noch Wochen hin. Aber ich bin selbstredend sehr daran interessiert, das Haus loszuwerden. Ich bekomme schließlich laufend neue Posten rein und kann mich nicht vierteilen. Wenn ihr also jemanden kennt, irgendjemanden, der auf der Suche nach einer Wohnung ist, empfiehlt mich dieser Person. Ihr würdet auch einen Anteil an der Courtage bekommen. Und dann wäre da ja noch der ideelle Wert. Und welcher soll das sein? Ihr füllt Angria wieder mit Leben. Wäre doch schade, wenn die Stadt noch mehr verkommt als ohnehin schon. Machen wir für euch. Ausgezeichnet. Schickt die Leute einfach hierher. Ich erledige dann die Formalitäten. Denkt dran, 3 Wohnungen sind zu füllen. Da werde ich sicher auch irgendwann mal wen finden, aber... Ja, okay. Dann tschüss. Ich weiß nicht mal, ob man in der Demo alle 3 Bewohner finden kann. Aber das finden wir vielleicht noch raus. So. Wie es mit der Sekte weitergeht, in Dangria selbst, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber wir haben hier ja noch ein bisschen was anzuschauen. Aber hier scheint... da drüben... War da was? Nee? Auch nicht? Nö. Okay. Dann gehen wir mal hoch zu diesem verlassenen Tempel, von dem keiner weiß, wer ihn überhaupt erbaut hat. Tränen von Braius. Bei der Allmacht. Seht nur, Freunde. Also das nenne ich mal eine Ruine. Dieser Ort ist alt. Sehr alt. Wann er wohl errichtet wurde. Und warum? Was immer es gewesen sein mag, der Grund ist schon lange vergessen. Hier ist seit Ewigkeiten keine Menschenseele mehr gewesen. Dass es so ruhig ist, muss nichts heißen. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Immer. Immer vorsichtig sein. So, da unten hatten wir tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder was zum Ernten. Ein riesiger alter Tempel. Okay, außenrum scheint nichts zu sein. Gehen wir rein. Ah, ich glaube, der Name ist geklärt. Dieser Stein in den Kopf scheint tatsächlich Tränen zu vergießen. Dann wissen wir ja jetzt immerhin, wieso man diesen Ort Tränen von Braius nennt. Die Frage ist nur, wer das gewesen sein mag, dass ihm hier ein solcher Tempel errichtet wurde. Das finden wir sicher auch noch raus. Ich mache mal Sicherheitsspeichern. Oh. Kann man gar nicht rüberhüpfen, aber hier kann man rüberlaufen. Diese große Statue steht hier doch sicher nicht grundlos. Vielleicht aber doch. Ob es mehr davon gibt? Also da drüben, hier haben wir noch was Kaputtes. Diese Statue ist umgestürzt oder wurde sie umgeworfen? Dazu müsste ein ziemlich großer Kraftaufwand vonnöten sein. In der Wand hinter der Statue ist ein großes Loch zu erkennen, aber kein Sonnenlicht scheint dort hindurch. Also gibt es hinter dieser Halle noch mindestens einen weiteren Raum. Spannend. Ich kann es spüren. Die Jagdlust fängt an, mich zu kitzeln. Da bin ich immer voll dabei. Es gibt nichts Schöneres, als alte Ruinen zu erkunden. Völlig überwuchert. Dieser Ort muss wirklich ziemlich alt sein.
Noch eine Statue. Genau wie die in dem anderen Raum. Vielleicht finden wir jemanden, der etwas über sie weiß. Nebenauftrag. Breios Geheimnis. Dafür müssten wir in die Bibliothek zurück. Und dann finden wir wahrscheinlich raus, was es da zu finden gibt. Oder wie wir in die anderen Räume kommen. So. Gab es hier oben irgendwas? Man muss sich ja alles genau anschauen. Aber es sieht mal nicht so aus. Nö. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf der Karte wäre echt nicht schlecht. Ich meine, gut, es symbolisiert natürlich ordentlich, wie lange so eine Reise eigentlich dauert. Da drüben ist die besagte Brücke. Da oben ist Arx Adara. Schauen wir uns doch mal die Brücke an. Die graue Brücke. Wir bewachen die graue Brücke nun schon seit beinahe 3 Jahrzehnten. Noch nie hat sich etwas auf der anderen Seite gerührt und das ist gut so. Sollen Sie nur kommen. Ups. Da hat mich was gerufen, glaube ich. So, da bin ich wieder. Wir sind so bereit, wie wir es am ersten Tag gewesen sind. So, und ich kann natürlich jetzt nicht nach Evelyn rüber. Das wäre ja auch zu schön. Da stehen nur ein paar Tausend im Weg. Ich will keinen Einbruch in eurer Konzentration, Männer. Ihr seid das Schild, das Unauwen schützt. Sollte der evelianische Hammer je niederkommen, so werdet ihr es sein, die ihm als Erste begegnen werden. Und ihr werdet wahrscheinlich die Ersten sein, die sterben. Da gehe ich mal schwer von aus. Ist doch immer so. Wenn der Feind erstmal erstarkt, dann wird erstmal die erste Vorhut komplett niedergemetzelt. So, ist hier unten auch irgendwas? Ein ewig langer Weg. Da ist tatsächlich was. Was war denn da? Gute Frage. Habe ich den Ort in meinem letzten Spieldurchlauf mal besucht gehabt? Ah, den kann man noch gar nicht besuchen, ne? Ne, da ist noch nichts. Deswegen kann ich mich nicht dran erinnern. Der war noch nicht fertiggestellt. Also, glaube ich zumindest. Okay. Dann würde ich jetzt noch zu einem Punkt hinlaufen und da dann die Folge beenden. Denn ich habe heute noch etwas anderes für euch vor. Und das seht ihr dann auch. Arx Adara. Bei allem, wo sind wir hier? Dies ist Arx Adara, das verbrannte Schloss. Einst gehörte es einem Baron, der unter dem Eid Unauwens stand. Damals... Scheiß E-Mails. Damals war das hier ein sehr schönes Wasserschloss in einem großen See. Sein alter Name war Arx Agur. Das hat man mir jedenfalls erzählt. Tja, ein See ist es immer noch, nur leider kein schöner mehr. Was ist das für ein furchtbares Zeug, das dort unten schwappt und fließt? Das ist doch kein Wasser. Nein, Wasser ist das nicht. Man nennt es flüssiges Feuer. Das ist Gestein, so heiß, dass es geschmolzen ist. Kommt man ihm zu nahe, ist man tot. Das glaube ich aufs Wort. Wie ist das? Was ist hier passiert? Vor euch liegt der Schauplatz des letzten Kampfes zwischen Unauwen und Evelyn. Dieses Schloss war die erste von Evelyns belagerter Gegend. Ich bin zwar auch noch nie zuvor hier gewesen, doch das ist, was man mir erzählt hat. Fast 40 Jahre ist das jetzt her. Der Kampf währte seit Wochen. Das evelianische Heer belagerte dieses Schloss und kam nicht weiter. Die unauwische Verteidigung wehrte sich erbittert. Doch ein Patt war seit Tagen das Einzige, was beide Heere erreicht hatten. Dann kam das Feuer. Und mit ihm der Tod. Es war ein grauenhaftes Inferno, das alles und jeden im Schloss und draußen auf dem Feld einäscherte. Ich weiß nicht, wer verantwortlich gewesen ist. Niemand weiß es. Es gab niemanden, der überlebt hatte, um genaueres berichten zu können. 8000 evelianische Soldaten und fast ebenso viele unauwische. Allesamt tot und verbrannt.
innerhalb weniger Minuten. Schrecklich. Vermutlich war es einer von euren Zauberern. Keine unauwische Magie wäre von so unheiligem Ausmaß. Ich sagte doch, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie weit wir uns hier vorwagen können. Dies ist ein schlimmer Ort. Passt alle auf, wohin ihr tretet. Und diesen Ort werden wir uns in der nächsten Folge genauer anschauen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.